Es ist mir unbegreiflich, dass die Oberstufe noch nicht einmal das TH begriffen hat. Alle. Noch einmal bitte. Bitte. Ist genug? Ja, bitte. Bitte, das reicht. Bitte setzt euch. Yvonne, das Ganze noch einmal von vorn, ja? Oh, what a noble mind is here overthrown. Support his soldiers, call us eyes. Was sprichst du denn da? Einen Brathering, zu Englisch Brathering. Das Wort gibt's doch gar nicht. Mal sehen, ob das die Knotzhofer weiß. Frau Doktor, ich hätte da eine Frage. Zur Sache? Ja, zur englischen Aussprache. Ich lese nämlich gerade ein Buch von Truman Capote im Original. Das staune ich aber. Und was wollen Sie wissen? Darf ich das Wort an die Tafel schreiben? Ich weiß nämlich nicht, wie man es ausspricht. Bitte. Das ist doch ganz einfach, Mietnagel, schämen Sie sich. Ich habe mir schon gedacht, dass es vielleicht Brathering heißt. Lassen Sie sich nicht stören. Meine liebe Kollegin, ich möchte mich nur ein wenig über das Niveau der Klasse etwas informieren. Ich bin tief besorgt, Herr Direktor. Die Unreife der Schüler dokumentiert sich immer wieder aufs Neue. Ja, und haben Sie einen besonderen Anlass für diese Klage? Ja! Nein. Was wäre das? Ich möchte nicht darüber sprechen. So. Ich schon. Es geht um einen Brathering. Mietnagel, bitte gehen Sie auf Ihren Platz. Aha, ich verstehe. Sie sprechen über die Metamorphosen im Tierreich. Das ist ein sehr interessantes Thema. Vor allem auch der Hering, ein sehr gutes Beispiel. Also da hätten wir den Brathering, den Salzhering, den Bismarckhering, Rollmops und so weiter und so weiter. Bitte jetzt ein anderes Beispiel. Fahren Sie fort, meine liebe Kollegin. Herr Direktor, das ist doch alles Unsinn. Sehr richtig, meine liebe Kollegin. Diese kleine Vorsilbe um bedeutet die Negation eines Positivums. Bringt also Begriffe, die etwas Schlechtes beinhalten. Wie zum Beispiel Unrat, Unfug, Unsinn, Unterricht. Sehr richtig, mein lieber Dietnagel. Da stimme ich voll und ganz mit Ihnen überein. Denn es gibt eine Art von Unterricht, der die Negation, also das Gegenteil eines Positivums, darstellt. Aber diese Art von Unterricht wollen wir doch in diesem Hause in Zukunft strikte vermeiden.